Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexhome.de. Ja, das ist quasi ein Update-Video für mehrere Paare, für den Euro-US-Dollar, US-Dollar-Yen, Gold und Aussie schauen wir uns an. Und ja, das ist quasi Live-Video während oder kurz nach der Zinsentscheidung durch die US-Notenbank. Ja, weder überraschend noch spektakulär. Ja, kurze Reflexion im Euro, falls jemand das Analysevideo zum Euro-US-Dollar von mir das erste Mal sieht. Wir sind ja hier an diese Zone bei 1,11, circa 1,1111 rangestoßen. Und ja, da hatte ich aus verschiedenen Gründen gesagt, dass ich mir hier eine Erholung vorstellen kann. Unter anderem hatten wir hier das große Fibonacci-Retracement von dieser riesigen Aufwärtsbewegung, das 61,8er. Und da dachte ich mir, gut, wenn hier nicht, wo soll er dann mal drehen? Außerdem hatten wir das Fibo Expansion Level 100er in dem Bereich. Ich habe es jetzt bloß etwas unsauber eingezeichnet, diese Fibo Expansion, deshalb ist es ein Stück drunter. Aber dennoch ändert das nichts an der Tatsache. Ja, wir hatten einen Daily Close über den 1,12. Das war schon ein bisschen das Zeichen, dass es hier weiter bergauf gehen könnte. Dann hatten wir den nächsten Tag gleich beziehungsweise gestern gleich einen Daily Close über den 1,13. Hier an den Daily 10er gestoßen. Da war auf jeden Fall natürlich, dass er hier abprallt, und ist er auch schöne fast 100 Pip hier abgeprallt. Und ja, das war zu erwarten, ist okay. Er hat die 1,13 hier angetestet. Und wenn wir uns das im H1 anschauen, kann er sogar noch ein Stück runter, denn ich habe hier so eine Art bullische Flagge, meiner Meinung nach. Man sieht es eigentlich sehr schön hier in diesem Bereich. Ich glaube, den Pfeil können wir jetzt mal rausnehmen, der stört bloß. Und ja, jetzt erwarte ich mir natürlich mal einen Bruch dieser bullischen Flagge. Er kann gerne auch nochmal kurz unter dieser 1,13 gehen. Das könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass er das Ganze hier nochmal testet mit einem Docht und dann hier aber drüber schließt. Und das wäre ein schönes Zeichen, dass es hier morgen oder ja in der Nacht weiter bergauf gehen könnte. Von der Long-Seite her gesehen, erste Widerstandszone natürlich hier diese 1,1420 bzw. auch die 1,1460. Hier dieses ehemalige Trendlinientief von der EZB-Bewegung, beziehungsweise die Bewegung, die vor der EZB stattgefunden hat, wird auf jeden Fall ein harter Widerstand. Ist ja auch H1 237er IME eine gute Zone beispielsweise, dass er hier ausbricht aus der Flagge, das Ganze nochmal testet und dann ja weiter seinen Weg nach oben fortsetzt. Denn sollte sich hier diese bullische Flagge bestätigen, dann haben wir hier ein Target mindestens bis in dem Bereich der 1,15 bis 1,15510, beziehungsweise vielleicht sogar noch weiter rauf in den Bereiche dieses Fibo Expansion Level 78,6er, 76,4er. Schauen wir uns den H4 an, hier kommt, beziehungsweise den Daily Chart, der ist ja noch ein bisschen interessanter. Hier kommt der 34er IMA im Daily hoch, runter, beziehungsweise auch der 50er, 55er. Und reflektieren wir mal die letzten Rallyes, die gewesen sind im Euro-US-Dollar, haben immer diese 34er in Kombination mit dem 50er, 55er IME im Daily Chart eine wichtige Rolle gespielt, beziehungsweise mit dem Weekly 10er. Ich rede jetzt schon eine ganze Weile von diesem Weekly 10er, und ja, sollte er hier noch ein bisschen rumspielen, der Euro, dann hat der Weekly 10er bzw. 13er hier gute Chancen, derweil hier immer ein Stück runterzukommen, und dann wäre das so mein absoluter Traum-Short-Bereich. Also das könnte ich mir durchaus gut vorstellen, dass er den sich noch holt, auf der Long-Seite zumindest. Short-Seite, ja, was ist hier als nächstes? Auf jeden Fall, ja, sobald er dieses Tief mal aushebelt, unter den 1,1220 circa, beziehungsweise ja, ein Schlusskurs unter den 1,12, das wäre schon mal ein gutes Zeichen, dass es hier weiter Short gehen könnte, beziehungsweise ja, wäre das einfach mal ein, wäre dieses letzte Tief ausgehebelt, wir hätten wieder ein tieferes Tief und da wäre der Short-Trend einfach mal wieder intakt. Das wäre auf jeden Fall auch okay. Aber ja, solche Rallyes im Euro-US-Dollar können etwas holprig werden und vor allen Dingen auch langwierig. Langwierig werden und nervig. Und dementsprechend stelle ich mich hier nur noch darauf ein, in diesem Paar deutliche Signale zu handeln. Das habe ich ja jetzt schon runtergebetet seit letzten Freitag und das ist auch bis jetzt gut gelaufen. Wäre ich hier bei der EZB eingestiegen, ja, dann wäre ich jetzt hier noch 150 Pip im Plus. Und ich muss sagen, wegen den 100, oder beziehungsweise, ja, jetzt wäre es schon wieder ein bisschen niedriger, aber wegen den 150 Pip Unterschied und wenn er sogar noch hochkommt, dann war es mir egal, ob ich EZB gehandelt habe oder nicht. Also das ist jetzt nicht der große Albtraum. Switchen wir mal rüber zum Cable, das ist gerade ganz interessant, müssen wir mal kurz reinschauen. Wir befinden uns ja hier immer noch in dieser
Wo sehen wir es am besten? Im Weekly Chart. Im Bereich dieser aufsteigenden Trendlinie hier aus dieser riesigen Wimpelformation. Der Weekly 10er kommt hier immer weiter runter. Der ist ja für mich so interessant. Auch hier der Weekly 10er als super Short Einstiegszone. Und dementsprechend würde ich mir hier auch wünschen, dass er diese Zone momentan, diese Seitwärtsrange, bullish bricht und dann ja das Ganze nochmal antestet und weiter hochgeht. Das wäre ein Szenario auf der Long-Seite, beispielsweise in dem Bereich dieses 100er Fibo Expansion Levels, das könnte ich mir vorstellen, kommt auch der, oder knapp drunter, da kommt der Weekly 10er dann hinunter. Wäre auch hier relativ offene Gap noch bei 1,53,250 circa, wäre noch eine Option. Und oder er verläuft hier einfach weiterhin seitwärts in dieser Zone. Das wäre auch okay, bis der Weekly 10er unten ist. Aber wir sehen hier schon im H4 haben wir den 50er, 55er EMA durchschossen. Bullish haben ihn auch wirklich einen sagenhaften Close hingelegt. Dementsprechend könnte ich mir auch einen Fehlausbruch aus dieser bullischen Seitwärtsrange vorstellen, in dem Bereich hier dieses H4 50er, 55er EMA-Bündel bzw. 123,6er EMA. Und dann vielleicht nochmal ein Long Move in den Bereich des Weekly 10er bzw. dieses noch offenen. Das nun mal am Rande zum Cable. Switchen wir mal schnell in den US-Dollar-Yen. Ja, ich glaube, die Pivot Points können wir rausnehmen, denn die haben gerade überhaupt keine Aussagekraft. Das liegt einfach daran, dass wir uns hier seit Tagen bzw. ja schon seit über einer Woche jetzt in dieser Daily Sideways Range befinden. Sehr, sehr klar definiert, muss man sagen. Und dementsprechend wird sich die Pivot Range erst wieder weiten, wenn wir mal einen Close über oder unterhalb dieser Range haben. Short-Szenario weiterhin erstmal bis zu diesen 1,15,850 circa, also dieses Tief dieses Double Bottoms. Und sollte er hier weiter durchbrechen, dann natürlich erste dynamische Bewegung bis zu den 1,15,40 circa, beziehungsweise Weekly 20er EMA. Da dürfte es sicherlich zu einer Art Gegenreaktion kommen. Und in weiterer Folge sollte sich dieser ganze Bereich als bearisches Dreieck herausstellen, beziehungsweise als anhaltender Short-Trend, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier weiter in die Short-Richtung rutschen. Ja, wir sind im Bereich hier sogar 1,1160 bzw. 1,1120 und vielleicht sogar noch darüber hinaus in den Bereich der 1,10, 1,79 könnte ich mir durchaus vorstellen. Monats-10er EMA kommt hier gerade hoch, Monats-13er kommen beide in diese wunderschöne Zone und dementsprechend würde ich mich dann hier an den Monatskerzen orientieren. Man sieht auch hier eine schöne Evening Star, ja, Umkehrformation im Monatschart. Und wenn sie im Monatschart ist, dann halte ich sie schon für relativ gewichtig, beziehungsweise, also jetzt nicht trendumkehrmäßig, aber wenigstens ja mal eine Korrektur dürfte hier auf jeden Fall mal nötig sein. Wir sehen auch hier, der US-Dollar-Yen bildet hier immer wieder schöne Triple, Double Tops, sowas in der Art, um dann weiter runterzukommen. Und auch hier macht er das gerade. Da spielen auch die Fibonacci-Retracements eine Rolle. Wir sehen es hier, hat er das 78,6er, 76,4er-Niveau ja berührt, aber konnte nicht wirklich sich damit beschäftigen. Hier ist er nicht mehr höher gekommen als das 50er Retracement und dementsprechend könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier noch weiter Short durchbrechen, aber dann da brauchen wir natürlich Signale. Also ich werde diese Range auch innerhalb dieser Range auf gar keinen Fall traden, außer an den Tiefs kaufen, an den Hochs verkaufen und hier bei einem Longbruch über diese Zone bei 1,18,880 dann auf den Retest warten, könnte ziemlich schnell kommen aufgrund dieser abwärts verlaufenden Trendlinie bzw. hier dieser 1,2080 ganz wichtige Zone und dann würde ich ihn hier long nehmen und wenn er hier short durchbricht, dann auch auf den Retest warten und dann weiter short ganz klar. Ja, dann als nächstes vielleicht gleich mal das Gold, das dürfte ganz interessant sein. Wer die Goldanalysen in den letzten Tagen von mir gesehen hat, der weiß, wo ich noch hin möchte. Ich möchte ein kleines Stück über diese abwärts verlaufende Trendlinie, die wir hier im Daily bzw. vielleicht besser im Weekly Chart sehen. Diese Trendlinie ein kleines Stück höher möchte ich zum Wochen-144er bzw. Wochen-200er EMA in Kombination dieser Clusterzone hier, dieses kleine Dreieck,
In Kombination aus dieser aufwärts verlaufenden Trendlinie und dieser abwärts verlaufenden Trendlinie dürfte sicher eine interessante Zone sein. Natürlich sollte er hier nicht deutlich einen Close machen über den 13,570 bzw. 13,555. Dort ein Close drüber wäre schon schlecht für die Shorts. Müssen wir dann aber sehen, wie er sich verhält. Aber nichtsdestotrotz eine Traum-Short-Zone. Ja, ihr wisst, ich rede schon einige Tage davon und fange ja fast schon an mit Sabbern, wenn ich diese Zone hier sehe, weil hier so super Stop-Möglichkeiten sind über den 1.1357 bzw. über 1357 und dementsprechend möchte ich es gerne hier Short nehmen. Wenn es schief geht, geht es schief, Pech gehabt, aber so eine Zone möchte ich mir nicht entgehen lassen. Ja, was macht er gerade? Er bildet hier eine bullische Flagge, das gefällt mir sehr gut. Er hat hier auch noch ordentlich Platz bis in den Bereich der 12, was haben wir hier, 12,60 vielleicht, 12,68. Die Zone vom ehemalig gebrochenen Weekly 50er, 55er EMA. Also hier darf er ruhig nochmal antesten, befindet er sich immer noch in der bullischen Flagge und dann sollte er diese hier ausbrechen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht vorher schon ausbricht und den Retest der Flagge hier in diesem Bereich legt. Und dann weiter hochsteigt. Das wäre ganz schön. Und ja, wer das vielleicht noch ein bisschen long traden will, dem sei gesagt, er hat auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Sollte er, wie gesagt, über dieser Zone deutliche Close machen, dann können wir uns mal mit der Long-Seite beschäftigen. Im Moment möchte ich ihn weiter short handeln, sobald sich die Chance ergibt. Jetzt im Moment gerade nicht. Nach unten hin haben wir zu viele Unterstützung. Nach oben hin sind wir jetzt noch im Niemandsland, dementsprechend möchte ich hier oben shorten oder bei einem deutlichen Signal wieder unter dem letzten Tief, unter 11,60 erst dann wieder. Gold bringt uns auch gleich zum Aussie, den sehen wir hier und ja, momentan in einer bearischen Flagge gefangen, beziehungsweise könnte man es auch als kurzfristigen Aufwärtstrend beispielsweise bezeichnen. Jetzt ist natürlich die Frage, Diese Zone hier war das schon der Test der ehemaligen gebrochenen Daily Range oder war es bloß so ein kleiner Warnschuss? Ja, wir hatten hier die 0,80 in dem Bereich, wichtige Zone, außerdem hier das 50er Retracement dieser Ausbruchsbewegung, also zwischen 50er und 60er, eine 68er Retracement, dass hier eine Reaktion erfolgt, war in Ordnung, ist in Ordnung, war zu erwarten. Maximal, wenn es bei dem kleinen Aufwärtstrend bleiben sollte, wäre hier das 23,6er Retracement interessant. Wäre auch eine typische Reaktion, ja, von so einem 61,8er Retracement zurück zum 23,6er und dann wieder hoch. Das ist schon maßgeblich, beziehungsweise das ist schon üblich für so eine Bewegung. Was noch? Ja, dann sollte er hier hochsteigen weiterhin und dann diese Zone antesten. Entweder mal hier bei diesem nochmal das 61,8er bzw. knapp drüber, das wäre dann so der zweite Einstieg gewesen. Hier war der erste Short-Einstieg, hier knapp drüber der zweite und der dritte Short-Einstieg im Bereich des 76,4er, 78,6er Niveaus. Ja, so 0,80 rum, diese Zone, das würde mir ganz gut gefallen, um das hier wieder zu shorten. Stops über diesem 100er Retracement, also über dem Anfang der Bewegung 0,8140 circa dort drüber, beziehungsweise wenn er hier drüber steigt, also einen Close macht innerhalb dieser Range und dann hier nochmal antestet, wäre hier eine schöne Zone, um die Shorts beispielsweise zu hedgen, beziehungsweise dann auch hier nochmal eine Long-Nachkauf-Chance, sollte er hier weiter in die Range steigen. Und dann könnte man beispielsweise mit den Shorts wieder an der Oberkante der Range anfangen, beziehungsweise nochmal am Weekly 10er, der hier herunterkommt, der kommt sogar auf die Stop-Zone zu, dementsprechend wäre das nochmal interessant. Und sollte er hier weiter durchbrechen, dann Weekly 20er, also ändert sich nicht viel an der letzten Analyse zum Aussie, beziehungsweise hier diese markante abwärts verlaufende Trendlinie und oder der Bereich bei 0,8660, hier diese gebrochene Double Bottom. Aber ob er so hoch kommt, also das wage ich schon fast zu bezweifeln, da müsste schon jetzt einiges passieren. Aber man soll ja niemals nie sagen, dementsprechend sollte man sich darauf vorbereiten. An den Short Targets ändert sich nichts, will ich jetzt nicht noch in dieses Video einbauen. Dazu bitte lieber bei mir auf der Seite www.forexhome.de einfach mal bei dem Aussie reinschauen ins Archiv, bei kurz-, mittel-, langfristig, dort habe ich ihn überall gespeichert, weil es ja gerade jede Analyse dazu für den jeweiligen Timeframe gepasst hat und dementsprechend könnt ihr dann nochmal die Analyse zu den Targets euch anschauen. Das war's erstmal für dieses Video, schauen wir uns mal in den Euro-US-Dollar rein, ja, immer noch in der bullischen Flagge, beziehungsweise eben
Short-Modus. Er hat hier diese Oberkante der Flagge getestet, alles okay. Jetzt werden wir sehen, wie er sich hier unten verhält. Ja, Setup bleibt bestehen, so wie vorhin besprochen. Für alle weiteren Informationen einfach auf www.forexhome.de gehen, auf mein Portal. Dort seht ihr alles Wichtige, alle Informationen, die ich zusammengetragen habe. Ich wünsche noch einen schönen Restabend, macht was draus und sage Tschüss.